Wisst ihr, was das Schlimmste an diesem Format ist? Das war mal als ernsthaftes Format gedacht. Herzlich willkommen bei Torben Testet und heute testen wir etwas, worauf ich gekommen bin, als ich einen speziellen Polysemia-Gag am entwickeln war. Und zwar hat mir die gute Sarah aus England das hier geschickt. Und das ist eine gebrauchte Strumpfhose. Jetzt fragt ihr euch sicher, was kann man daran am besten testen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal das Ekelgefühl testen und die Geruchsintensität. Vielleicht riechen die Engländerinnen ja anders als unsere Weiber. Auf jeden Fall steckt es schon mal vorbildlich in einem Zipbeutel. So was gibt's in England auch? Cool. Jetzt kommt. Mit wem redest du? Oh. Jetzt kommt der erste Geruchstest. Natürlich direkt. Also das Ekelgefühl ist jetzt nicht so hoch, wie ich dachte. Es ist ja nur benutzte Unterwäsche, das kennen wir ja alle, aber von jemandem, den man nicht kennt, das ist schon wieder eine andere Sache. Riecht jetzt auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ein wenig parfümiert. Ich habe mir sagen lassen, dabei kommt es natürlich auf Schritt und auf Füße an. Ich würde sagen, dann fangen wir doch mal bei den Füßen an. Na, jetzt bin ich aber enttäuscht. Riecht eigentlich gar nicht nach Füßen. Okay, die Ekelgrenze ist ein wenig gestiegen. Da sind noch nicht mal Flecken drauf, ja. Entweder hat die gute Sarah mich beschissen oder die ist einfach nicht so feucht. Okay, sie hat es doch an. Eindeutig. Aber das hat sie nach dem Waschen angehabt. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie beißt es doch ein bisschen in der Nase. Und es kickt jetzt auch nicht so, wie man denkt, ja? Ich meine, dafür habe ich 11 Pfund bezahlt, ja? 11 für getragene Unterwäsche. Ich denke, ich überlasse das lieber den Perversen. Mein Fazit, naja, ist nicht schön anzusehen. Also mir gegenüber erwähnte eine, dass wenn man so solche Höschen an Männer verkaufen will, muss man einfach 3 oder 4 übereinander tragen. Wahrscheinlich ist das so die letzte Schicht gewesen, ja. Schade eigentlich. Weil dann musst du dir so eine suchen, die so richtig schön nass im Schritt ist. Ja, dann lohnt sich das vielleicht, aber so. Nächstes Mal testen wir was Vernünftiges. Liegt nur an euch, was ich teste. Ja, das sind ja eure Vorschläge, ja, nicht meine. So, Leute, das war's wieder bei Torben. Testet irgendeinen Scheißdreck. Denkt dran, bald kommt GTA Online, 1. Oktober. Also denkt dran, M-A-I-K-R-I-P, mein PS3-Account, ne, dann geht's Gangfeuer. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist gar nicht das Ding, doch, das ist es. Digga. Alter, ich bin... Arschloch, guck mal eben.